bin vor anderthalb Jahren hier auf die Insel gekommen, erstmal ziemlich verloren, auf neue Orientierungen zu gucken, was will ich, wo will ich's. Ich kam hier an und habe gefühlt, das ist mein Ort. Dann habe ich ein bisschen gezögert und dachte, naja, ich bin schnell begeistert, wir warten mal ein paar Wochen. 3 Monate später bin ich mit meinem Auto hierher gezogen und erst dachte ich an einen anderen Ort und dann habe ich den hier gefunden und der ist einfach perfekt, weil die größte Stadt ist ganz nah, die Sandstrände, die das ganze Jahr sind, sind super nah. Es ist das beste Klima von ganz Europa, es ist wunderschön. Und der Ort ist einfach praktisch. Es gibt 6 fertige Apartments, 2 Zimmer, die ganzen Gebäude sind fertig, man muss nicht erst bauen, sondern kann es gleich schön machen, Blümchen und Pflänzchen. Und ja, der Ort ist einfach perfekt und die Idee an sich, also das Wort Encantada, willkommen oder bezaubert, hat mir schon immer sehr gut gefallen und daraus ist so schrittweise die Idee gekommen. Ich habe in Berlin schon ein kleines Veranstaltungszentrum mit begründet, aber immer eigentlich so halb versteckt, immer hinter einem Mann. Und diesmal habe ich gedacht, so, jetzt mache ich mein Ding. Und es fühlt sich super an. Und ich will, dass hier eine wunderschöne, ganz spezielle Energie ist. Nicht abgehoben, sondern sehr gegroundet, sehr da. Und insofern, ja, ein sehr bewusster Ort und ein sehr schöner Ort vor allem, wo Menschen aufblühen und Freude haben und sich selbst erkennen und entdecken.